Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht auf Stufe 8 mit Stufe 6 Schiffen noch mit dazu. Eingesendet von Bad Nico mit seinem Clan-Kollegen Cap Klee. Das könnte ein interessantes Gefecht werden, denn ich bin tatsächlich durch den Titel aufmerksam geworden. Der, sagte Tod durch Insel. Sprich, ich hoffe mal, wir sehen hier ein Gefecht, das nicht sehr gut gefahren worden ist, um zu schauen, wo das Problem liegt. Ihr wisst, bei Amalfi haben wir SAP und AP-Granaten, wobei die SAP-Granaten mehr Alpha-Damage haben als die AP-Granaten. Man sollte also immer, wenn geht und das Schiff gewinkelt ist, mit SAP schießen. Ist immer noch besser durch die verbesserten Winkel als die AP. Wenn das Schiff dann Breitseite zeigt, das Gegnerische, dann AP nehmen, weil, naja, man macht da leichter Zitadellen mit der AP als mit der SAP. Und dementsprechend ist es halt immer noch mehr wert, selbst wenn es weniger Alpha-Damage hat. Da können Sie mal nachschauen. Namentlich haben wir hier 5,720 zu 4,8. Ihr seht also. Dafür haben wir bei der SAP einen Penetrationswert von 54 mm und der bei der AP ist abhängig von der Entfernung zum Gegner. Das ist praktisch. Heute haben wir endlich wieder ein normales Zufallsgefecht. Das ist auch mal schön. Und ja, ist ein großer Vorteil für Stufe 8 Kreuzer wie die Amalfi, wenn man Stufe 6er hat. Was die Gefechtsbeherrschung betrifft, nennen wir es doch so. Also man kann einfacher ein Gefecht beherrschen damit. Aufzupassen ist, wie immer, vor den Schlachtschiffen. Wenn man da nicht aufpasst, kann es ziemlich schnell zu Ende sein. Wir haben eine Kansas mit gutem Salvengewicht. Wir haben eine Sinop, die hat auch 64 mm. Wir haben eine Heinrich, ja gut. Und eine Fuso, die ein relativ niederes Kaliber hat, aber halt relativ viele Granaten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben zwei Faragut, vor deren Torpedos man eigentlich keine Angst haben muss. Eine Bliskawitze, die zwar Torpedos hat, aber hoffe mal nicht so nah rankommt, dass sie die gut einsetzen kann, weil wir haben ja auch noch TDS. Und ein U-Boot, das ein bisschen scouten kann. Und der Gegner hat noch eine Akatsuki. Das sind die gefährlichsten. Die gefährlichsten Torpedos in diesem Gefecht. Wobei ich mich immer schwer tue, mich daran zu erinnern, ob die Akatsuki 3x3 hat oder die Shiratsuyu. Aber eine davon hat definitiv 3x, oder? Hat die 3x3 oder nur 2x3 und die andere 2x4? Oh Gott, jetzt drehe ich mich um Kopf und Kragen. Weil mir gerade auffällt, die Shinono hat 3x3, aber auf 8 Kilometer. Auf Stufe 7 haben wir die 10 Kilometer Torpedos. Wobei die Shinonome in Stufe 6er Premium ist ja, auf Stufe 7 haben wir die 10er. Also, ihr seht schon, leicht verwirrt. So, lassen wir das Gefecht ein bisschen atmen. Man sieht hier unten bei A wird die Flanke nicht gedeckt. Das ist eine interessante Entscheidung, auch warum sich hier drei Schlachtschiffe und ein DD in einem Quadranten treffen möchten. Wahrscheinlich wurde dort ein Schatz gefunden. Oder die Gulaschkanone wurde dort aufgestellt und natürlich sind die Mannschaften ganz heiß drauf, als Erste bedient zu werden. Wir sitzen dementsprechend hier mit einem leicht anderen Bild, wobei einem besser ausgewogenen auf C. Wir haben eine Sims und eine Sims, die sich nicht traut. Und wir haben eine Dallas, die hinter der viel zu hohen Insel parkt. Und wir haben eine Ismail. Gut, die sollte ein bisschen vorsichtiger fahren. Das ist vollkommen korrekt. Übrigens haben wir auch eine Fehldivi. Das ist ein Steamer Gneisenau mit der Amalfi mit drin. Weiß nicht. Manchmal kann es auch sein, dass man dann ins Zehner kommt und dann ist man in der Gneisenau nur noch hübsch anzusehen. Wenn auch nicht für lange. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Wir passen mit unserem Kreuzer generell ein bisschen auf. Ihr seht schon, wir haben nicht die größte Reichweite von eigentlich. Was haben wir denn Stock? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 15, 16 Kilometer wahrscheinlich. So, was in die Richtung. Hier mit dem Flugzeug haben wir jetzt 19,4. Das kann man bei Zeiten mal einsetzen. Und wenn es zu eng wird, dann haben wir auch noch den Wandersmoke, also den schnellen Nebelerzeuger, der mit der Maximalgeschwindigkeit unseres Schiffes bei seinen Ausstößen Schritt halten kann, sodass wir nicht Gefahr laufen müssen, dass wir entdeckt werden, wenn wir in voller Kraft rumdüsen. Und ihr seht schon, die 54 mm PEM, die reichen. Das ist super für die Fuso, weil die hat keine 54 mm Panzerung an Deck. Das haben nur die Türme, also die haben über 54 mm Turmpanzerung an der Oberseite der Türme und natürlich an den anderen Seiten auch, ja, ein Schlachtschiff. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, wie viel die noch haben. Die Bayern müsst 40 mm haben, auch da können wir quasi gut arbeiten und so 26 mm auf vorne und hinten Panzerung. Deswegen hier, da ist jetzt in die Seite geprallt, das war zu tief. Aber hier kann man gut arbeiten.
Das Gefecht ist ein bisschen verhalten, wegen der vielen DDs und dem U-Boot, obwohl eine Akatsuki schon raus ist und bei uns eine Bismarck und eine Salmon. Dass unsere Bismarck hier schon raus ist, das ist ein verstörender Anblick. Daran ist anscheinend die Heinrich schuld. Aber die Salmon muss noch leben, weil es gibt keinen zweiten Kill. Was? Ja doch, lebt noch. Mit so wenig Trefferpunkten, dass es gar nicht dargestellt wird. Ja, oder es ist ein Fehler. Naja, gut. Eigentlich könnte man jetzt, wenn man sieht, hier auf dieser Seite ist nur eine Bayern, eine Fuso und eine Farragut, die Gneisenau nehmen und hier mit der Amalfi einmal nach vorne stoßen. Das kann man hier weit außen machen, aber man kann es auch einmal weiter drin machen. Also jetzt reinlenken und auf der Achterlinie vorstoßen ist sicherlich kein Problem und die Bayern einfach währenddessen bei rausnehmen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man hier mit einem SAP-Kreuz, auch sobald ein gegnerischer DD gespottet wird, eigentlich gute Karten hat. Wenn man den trifft, heißt das, ne? Der gibt jetzt Gas und dreht nach rechts hoch. Das muss man auch mit einberechnen. Da, 2-3 ist weg, oder eigentlich 2-4. Noch sind die Top, der dreht nicht weg. Vergesst, was ich gesagt habe. Der fährt stoisch Breitseite im Hagel der Sekundärartillerie der Gneisenau und in der SAP. Das ist fatal. Was zum Teufel? Cleveland hier ist auch noch einmal aufgegangen. Das ist aber kein Match für unsere Gneisenau, wenn sie auf Reichweite, also wenn sie dran ist für die Sekundärartillerie. Da würde ich mir gar nichts draus machen und in den Brawl gehen. Man hat ja noch ein bisschen Speck. Gneisenauer ist ja eigentlich noch voll und eine gute Panzerung. Die Cleveland geht in den HE-Spam. Ja, das ist ein bisschen lästig, aber ein Achterkreuzer zu beschießen und rauszunehmen, das würde ich mir nicht nehmen lassen. Und gleichzeitig dann noch die Bayern beharken, wenn geht. Die Frage ist, macht man den weiten Weg? Ich würde ja nicht nach außen fahren, denn da ist die Gefahr, dass man zu weit vom Gefecht entfernt ist dann schlussendlich. Ja. Also hier durchbrechen, das wäre die Maßnahme, immer schön ausweichen. Man kann ja Torpedos theoretisch dahin werfen, sollte Cleveland. Hätte sie jetzt tatsächlich auch hier hingeworfen und nicht zu weit nach außen. Das Problem, wenn die Cleveland jetzt hier rumfährt, ist tatsächlich, dass wir entweder Breitseite zeigen der Bayern, die andauernd davon schießt, oder aber der Cleveland, wobei man könnte einfach durchpushen, ne? Ich hätte durchgepusht und wäre nicht nach hinten gefahren. Jetzt zeigt man nämlich der Cleveland Breitseite. Und auf die Entfernung ist die 152 mm mit AP auch gefährlich. Und das sehen wir jetzt gleich. Oder auch nicht, weil nicht gut geschossen worden ist. Da haben wir nur gesehen, wie gut unsere SAP ist. Keine Ahnung, was die Cleveland hier für einen freudigen Part spielen möchte. Aber sie wird nicht zuletzt lachen. Schießen in die Aufbauten. Wobei auch frontal, die hat überhaupt nichts an Panzerung, was uns abhalten würde, frontal. Das ist komplett Wurst, 54 mm. Der Winkel muss halt passen, ne? Das ist das Einzige. Die ist ein bisschen spitz zu laufen, deswegen die Aufbauten. Easy, in den Gürtel, easy. Sadala. Nun denn, jetzt sind wir sehr weit draußen. Jetzt heißt es wirklich die Beine in die Hand nehmen. Ihr müsst es auf das Gefechtsfeld einmal sehen. Wir haben eine Bliskawitz und eine Salmon, die bei A komplett ohne Probleme arbeiten können. Eine Sinop und eine Gnevni. Wer weiß, ob es da jetzt zum letzten Schlagabtausch kommt. Das wird uns nicht angezeigt. Und eine Kansas, die auch schon bereit ist, mit der Pujoni und der Heinrich, die da in der Nähe sind, B zu nehmen. Wir sind so weit außen. Ja, und da ist die Salmon raus. Wir sind so weit außen, dass wir alleine, um in Reichweite zu kommen, brauchen wir die nächsten 3 Minuten. Ja. Wir haben zeitgleich einen Zyklon, der verringert unsere Sicht auf unsägliche 8 Kilometer. Da müssen wir jetzt mit Speed ran. Ich glaube, jetzt habe ich pausiert. Ja, das ist das Richtige. Ich glaube, wir beschleunigen die Anfahrt hier einfach mal. Weil es wird hier nicht viel passieren, bis der Heinrich gierig wie er ist in C reinfährt und in die Meute reinfährt. Das ist auch ein bisschen unverantwortlich. Der Gegner wirft hier oder möchte sein Gefecht hier wegwerfen, weil er hat auch zu wenig Schaden gemacht. Es ist alles frei.
Schau doch das an. Alles aufgeräumt bei A, bei B. Die Buccioni und die Blitzkrebitzer werden das jetzt noch cappen. 4 gegen 5 Schiffe, je nachdem wie positioniert ist. Und da ist immer der Tipp, wenn der Zyklon kommt, formiert euch zuerst zu einer kleinen Flotte. Kein Schiff kämpft allein. Immer so fahren, dass man zeitgleich einen Gegner aufs Korn nehmen kann. Am besten 2-1. Dann gewinnt man auch bei Zyklon noch in Unterzahl. Steuert dafür einfach die Caps an. Schlimmstenfalls findet ihr keinen Gegner, aber könnt was cappen. Das bringt Cash und zusätzlich auch noch den Sieg. Ah, da ist die Heinrich. Sehr gut. Ne? Genau so soll das gemacht werden. Die Sims im Smoke schießt drauf, Torpedos, Peng, ein Schiff raus. Jetzt kann schon die Fuso reintröpfeln und da haben wir sie auch. Wir sind noch nicht ganz in Reichweite, aber lang kann es nicht mehr dauern. Hart reindrehen, bitteschön. Muss unser Lieber, das habe ich vielleicht vergessen, nein, Pet Nico machen und dann passt es auch. Wir sind jetzt bei 50.000. Ja, eigentlich, wenn wir das noch gewinnen, passt ja dann alles. Ansonsten hätte man so fahren können, dass man nicht so weit draußen ist. Das wäre auch noch eine Maßnahme gewesen. Aber wir sehen uns das jetzt weiter an. Das war hier der Zitadellenschutz. Deswegen haben wir keine Penetrationen gemacht. Da müssen wir aufs Deck kommen. Oder wir müssen AP nehmen, wenn das Schiff Breitseite zeigt und in die Gürtelpanzerung schießen. Das ist auf 7 Kilometer weitaus effektiver. Oder wie schon gesagt, vorher in die Aufbauten, die bei der Fuso allerdings ein bisschen verquer sind. Ne? Tadala. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier rechts haben wir eine Insel. Wir wollen nicht stehen bleiben, wenn wir gegen die Fuso kämpfen. Smoken hätte jetzt wahrscheinlich keinen Sinn. 6,6 Kilometer ist zu nahe. Aber sie schießt mit Hai. Das ist gut. Wäre das eine AP-Salve gewesen, wäre es fatal gewesen. Sieht so aus, als könnte ein Torpedo durchaus treffen. Wir könnten jetzt auch auf die Buccioni hier schießen. 8 Sekunden Nachladezeit, 152 mm. Da kann sie Zitadellen schießen auf 5,8. Deswegen ein bisschen anwinkeln. Fuso ist immer noch nicht versenkt. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass sie vielleicht entkommt. Hier kommen Torpedos von der Seite. Das macht mir Sorgen, dass die Bliskawica da ist. Zumindest sieht es so aus. Oder sind die Sims-Torpedos von uns? Und die Fuso lebt immer noch. Da bekommen wir jetzt die AP-Salve mit 5000. Keine Torpedos genommen. Jetzt wird es aber Zeit, dass hier was gearbeitet wird. Hier. Alter Verwalter. Ja. Das könnte theoretisch für die Buccioni schon gewesen sein. Und ja, das war's. Und auch die Fuso ist tot. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir, ja, wie schon zu Beginn des Zyklons hier angesagt, die Möglichkeit bekommen und sie auch genutzt, das Gefecht zu drehen. 69.000, das ist zur Stufe 8 ein respektables Ergebnis. Müssen wir uns nichts vormachen. 70.000, wenn jeder 70.000 in seinem Stufe 8 Schlachtschiff machen würde, immer die ganze Zeit zu 100%, dann wäre er über dem Durchschnitt. Natürlich hat man oft Gefechte, ne, wo es weniger ist. Deswegen gibt es auch Gefechte, wo es mehr ist. So, jetzt bin ich gespannt. Die Kansas ist kein Gegner, dem wir uns widmen sollten. Das U-Boot, ja, das ist eine andere Geschichte. Da können wir jetzt nochmal gut draufhämmern. Mit Hai die bessere Reichswerte für die, also Umkreis für Granatenexplosion. Das war zu tief für die Kansas. Oh nein, waren drei Pens? Willst du mich verscheißern? Das hat ja ausgesehen, jetzt hätte er auf die Zitadelle gezielt. Ja, das bringt leider nichts. Wenn man einmal geschossen hat, dann hat man das Feuern im Nebel. Das negiert sich leider nicht. Der Smoke wurde hier quasi gewastet. Die Torpedos könnten treffen, müssen aber nicht. Das Ding fährt hier auf, jetzt an der Insel. Das könnte eigentlich passen. Wir fahren auch auf der Insel. Das passt dann auch. Also es ist eine Quid pro Quo Rechnung. Beide können jetzt Breitseiten austeilen, ohne Gefahr zu laufen, in Bewegung zu verfehlen. Aber ihr seht schon, die Kansas hat den Schwung des Rückstoßes genutzt. Das hat bitter. Ah, die Torpedos gehen vorbei. Ah, und er schießt nochmal. Er ist auch Proxy spotted vom U-Boot. Ja. Ja, schade. Was soll man sagen? Da gehen wieder ein paar Torpedos vorbei. Mehr als schade kann man nicht sagen. Gut. Sieht nach einer Niederlage aus und wir gehen in die Endscreens. 91.000 bei der Niederlage. Ja, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ein Treffer mit den Torpedos. Mitleid wurde dann noch gemacht. 1048 Punkte. Ja, es ist, wie schon gesagt, als Stufe 8 Kreuzer in einem Stufe 6 Gefecht hat man meistens die Hosen an. Die Gneisenau hat auch
für das, wie sie gespielt hat, solide gespielt. Was man anders hätte machen können, ist ganz klar. Sich zu weit zu entfernen von allem möglichen Schaden, das rächt sich meistens einfach dadurch, dass man den eigenen Freund oder eigene Schiffe nicht genügend unterstützen kann und man dadurch teammäßig ins Hintertreffen gerät. Das hat man auch gesehen, A wurde komplett annihilated, also die waren weg, kaputt, keine Chance, da was zu machen. Allerdings hätte das auch sein können, wenn wir drüben sind oder auch nicht. Das kommt halt auch auf die Spieler drauf an, die einem Wargaming mit ins Gefecht wirft und wie die performen. Alleine kann man es nicht gewinnen, das ist immer so, man muss sich halt so positionieren, wie es die Möglichkeit, oder wie es das Gefecht bestmöglich zu einem Sieg führt. Das glaube ich, das, was man sagen kann. Da. Ich würde hier übrigens in dem Slot immer das, die -7% reinpacken. Die Turmdrehrate kann man über den Kapitän realisieren, muss aber auch nicht immer sein, muss man nur vorausschauend erfahren. Vor allem, wenn hier schon die Turmdrehrate drin ist, dann ist es nicht wirklich angebracht, weil, warum auch. Also raus hier und -7% für mehr Treffer. Viel hilft viel, viel Streuung trifft nichts. Das ist immer das Problem. Gut, hier sehen wir den Kapitän. Ist ein 14er Kapitän. Mit, das ist interessant, obwohl er 14 Punkte hat, kein Doppelconcealment. Ich würde auch nicht diesen Skill hier nehmen, der hat doch nur Nachteile. Da geben wir doch noch weiter auf. Weg mit dem Schmutz. Hier den Skill rein. Nur einen hier nehmen zu Beginn. Wobei wir haben 14 theoretische Punkte, aber 10. Und bei 10 Punkten ist es ganz klar Last Stand. Theoretisch kann man den Torpedo Reload hier nehmen. Oder man nimmt, sich sicherer fühlt, diesen Skill. Danach nehmen wir auf jeden Fall Adrenalinrausch, weil das muss ich nicht unbedingt haben, also Inspekteur und dann als vierten Skill den Tarnmeister. Das sind quasi so für die ersten 10 Punkte meine Pflichtskills, mit denen man am meisten Schaden macht und am angenehmsten spielen kann, weil man halt auch zugehen kann, wenn man nicht doppelt offen ist hier. Und der Rest, von mir aus könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet, aber ja, ich bin kein Freund davon. Tatsächlich kein Freund. Aber gut, jeder wie er mag. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden und vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Dankeschön, Pet Neko. Ciao.